Wir haben Brennnessel. Capri-Sun. Capri-Sun ist auch nicht schlecht. Multivitamin oder Orange? Orange. Safari Fruits. Mannerschnitten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen aus der wunderschönen, wie man sieht, grünen Steiermark. Genauer gesagt Oststeiermark, noch genauer gesagt Jogelland. Der Gabriel und ich machen uns heute, oder für die nächsten 3 Tage, an die Jogel Gravel Challenge. Es gibt den großen Jogel, ist eine Mountainbike-Runde, die es schon länger gibt. Jetzt gibt es eine dazugehörige Gravel Challenge. 200 Kilometer, knapp mehr als 5000 Höhenmeter. Wir haben uns das Ganze auf 3 Tage aufgeteilt und machen das in der gemütlichen Version mit Hotelübernachtungen und allem drum und dran. Und es geht durchs wunderschöne Jogelland. Wer damit nicht allzu viel anfangen kann, wir sind in der Oststeiermark, im Norden so ein bisschen begrenzt durch den Hochwechsel. Da geht die Route auch noch hin. Wer auf der Semmering-Schnellstraße ab und zu unterwegs ist, der würde bei Krieglach abfahren nach Süden, ins Grüne und in die Berge. Und von Süden kommen kann man von Gleisdorf in Richtung Birkfeld hineinfahren. Das ist so grob dieses Dreieck, in dem sich das Jogelland befindet. Ich bin schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Die Landschaft ist wunderschön, es geht naturgemäß nur bergauf, bergab. Irgendwie müssen die 5000 Höhenmeter ja zusammenkommen. Aber wie gesagt, gemütlich, immer weiter treten und die Landschaft genießen. Da hinten der Kirchturm, der ist von Wenigzell. Eine der wenigen Ortschaften, die ich da schon kenne, weil da war ich schon mit der Österreich-Rundfahrt 2018 oder 2019, glaube ich, war da eine Etappenankunft. Das Ganze wunderschön. Wir sind auf Waldwegen unterwegs. Ein bisschen Mountainbike-Routen. Schotter ist dabei, Straße ist dabei. Und auch wenn es eine Bundesstraße ist, nominell, es ist recht wenig Verkehr. Und eigentlich auch mit dem Rennrad kann man hier sehr schön unterwegs sein. Kommt einfach mit uns die nächsten 3 Tage. Wir versuchen das Ganze für euch einzufangen. Der Gabriel ist dabei, das heißt, garantiert mehr Wheelies. Ich freue mich schon. Los geht's. Einen schönen guten Morgen zu Tag 2 der Gravel Challenge Jogel. Wir haben eine angenehme Nacht verbracht im Gasthaus Wiesenhofer bei Miesenbach. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil der Besitzer oder der Hotelier oder der Betreiber vom Restaurant und vom Hotel betreibt auch einen Bikepark mit Lift. Gibt auch Verleihboxen und Serviceboxen für Räder und E-Bikes, also infrastrukturell gut aufgestellt. Und bestärkt wieder mal diese Geschichte oder meine Meinung, dass es einfach immer wieder auch an Einzelpersonen hängt, die Engagement zeigen, die sich kümmern, die sich quasi das antun auch oft und einfach Dinge weiterbringen wollen und voranbringen wollen. Das ist in dem Fall so, das ist, finde ich, großartig, das ist unterstützenswert und Gott sei Dank gibt es solche Leute. Jetzt geht es weiter mit dem großen Jogel. Wir haben gestern den Tag eigentlich nur zum Einrollen genützt, weil wir erst zum Mittag begonnen haben aufgrund der Anreise. Heute und morgen stehen die richtigen Etappen am Programm, 80 Kilometer und ein bisschen mehr als 2000 Höhenmeter jeweils. Ja, deswegen starten wir am besten gleich los. Es hat angenehme 20 Grad irgendwas und nicht wie in den letzten Tagen immer 30 oder 35. Auch das ist mal sehr angenehm. Mal schauen, ob uns das Wetter hold bleibt. Wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen beeilen, damit wir nicht wieder in irgendein Gewitter kommen. Los!
Kupferberg geschafft, am Masenberg. Da war ich auch schon mal oben raufgefahren von der anderen Seite nach den 24 Stunden Kaindorf. So schließt sich der Kreis. Ich mag das, wenn sich Routen verbinden oder man an Ecken kommt, an denen man schon war und sich das Netzwerk erweitert. Da unten ist Vorau, da geht es jetzt hin und dann gibt es mal eine Mittagspause. Praktisch ist, wie die Runde angelegt ist und dass man im Notfall auch Teile abkürzen kann. Das machen wir jetzt. Wir lassen nämlich den Hochwechsel aus. Wir werden ein Foto nachliefern, wie es dort ausschaut. Es scheint zwar jetzt noch die Sonne und es ist heiß und schwül, aber es sind Gewitter angesagt für den Nachmittag. Gabriel ist gestern schon nass geworden. Das wollen wir nicht noch einmal riskieren. Aber wie gesagt, das ist ein Vorteil der Runde. Mag ich. So, Tag 3 auf der Suche nach dem Jogl. Danke Gasthof Orthofer.
Super, es fängt zum Regnen an und wir sind rechtzeitig wieder am Start oder im Ziel, je nachdem. Das Ziel ist der Start ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Zurück bei Friesis Bakery. Ja. Das ist mein Lieblingsecken. Da haben wir ausgetrunken, ich habe voll mit nichts erreicht. Kannst du schon machen? Jetzt habe ich schon Bremsscheiben. So, wir sind im Hotel Fast. We ride slow ins Hotel Fast. Fast and Furious. Wir waren jetzt 3 Tage unterwegs am großen Jogel mit unseren Gravelbikes. Den großen Jogel gibt es ja schon länger als Mountainbike-Strecke. Jetzt mit dem Gravelbike ein neuer Aspekt oder eine neue Ebene. War sehr spannend und war toll, das irgendwie in 3 Tagen abzufahren. Ehrlicherweise werden wir ein paar Teile auslassen, weil Wetter war nicht... Das Wetter war das Problem. Wetter hauptsächlich. War wir waren fit. Wir wollten zumindest in kein Gewitter kommen. Das tut aber dem Ganzen keinen Abbruch. Ja. Wie hat dir der große Jogel gefallen? Ja, ausgezeichnet. Ich war tatsächlich eher skeptisch zu Beginn. Wirklich? Ja, ich habe vom großen Jogel eigentlich nur Legenden und Erzählungen gekannt. Und es war sehr mystisch. Man hat die Gegend irgendwie nicht am Schirm, oder? Gar nicht, absolut. So zwischen Südautobahn und Semmering-Schnellstraße, man fährt eher vorbei, aber man fährt halt nie durch. Nein. Aber es gibt einiges zu sehen. Man kriegt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Es ist eine... Ich weiß nicht, man stößt ja überall auf den Jogel. Wir haben nicht rausgefunden, wer der Jogel ist, oder wir haben ihn nicht getroffen zumindest. Der zweite Teil der Region besteht also ein bisschen aus Waldheimat und ist auch der Name der Heimat. Und es wird eigentlich Bezug genommen auf den Peter Rossegger. Da gibt es das Geburtshaus und die Rossegger Hütte, wo wir heute waren, und ein Museum und ein Wohnhaus. Das ist ein bisschen verwirrend teilweise. Auf jeden Fall hat der Rossegger ja das Buch Waldheimat geschrieben und war da so ein bisschen der Chronist des bäuerlichen Lebens, irgendwie rund um 1850 oder 1870, glaube ich. Ja. Und wenn man da jetzt so herumfährt, dann kriegt man schon ein bisschen einen Eindruck, wie das, auch wie hart das vielleicht gewesen ist damals. Es war jetzt hart für uns und es war damals sicherlich mindestens genauso hart für die bäuerliche Bevölkerung, die da ihren Lebensunterhalt irgendwie bestreiten hat müssen. Es ist nach wie vor, glaube ich, eine sehr ländlich geprägte Gegend. Also Landwirtschaft ist da dominant. Ja, Forststraßen, ja. Feldwege, Schotterwege ganz im Allgemeinen. Und das. Ich mag dieses Hügelige sehr gern. Das ist irgendwie. Die Runde besteht zwar aus 200 Kilometern, das klingt irgendwie viel. Ist es auch. Also es klingt noch viel und es ist es auch. Und auch die Höhenmeter tun weh, das ist klar. Es geht nur bergauf, bergab und nie eben. Aber diese 200 Kilometer als Rundkurs konzentrieren sich eigentlich auf einen relativ kleinen Bereich. Und was ich toll finde, ist, man sieht von jedem Hügel oder von jeder Kuppe quasi die Ortschaft. Man fährt 10 Kilometer weiter oder 20 Kilometer weiter, sieht die gleiche Ortschaft von einer anderen Seite und man fühlt sich irgendwie sicher im Sinn von, man weiß, wo man ist, man bewegt sich in einem recht kleinen Raum, man kann immer wieder, das ist wie so ein Sicherheitsnetz ein bisschen, finde ich. Es ist angenehm, weil man eben jederzeit abkürzen kann. Du kannst, wenn du das Gefühl hast, okay, du hast übernommen, du fühlst dich nicht gut oder das Wetter schaut ungut aus, dann zwickst du einfach einen Teil von der Strecke ab und du bist schon in der nächsten Ortschaft, wo du eben Unterkunft findest und Versorgungspunkte. Das ist sicherlich ein großer Vorteil, weil andere Regionen in Österreich das halt weniger haben, beziehungsweise andere Rundstrecken, die halt auf ein weitläufigeres Areal aussahen. Ist halt problematisch. Und auf die Route findet man im Endeffekt auch wieder schnell, weil es ist sehr gut ausgeschildert, ja, muss man auch dazu sagen. Man hat auch überall irgendwie Infotafeln oder Übersichtskarten, das heißt nicht nur für den großen Jogel, sondern auch für eine Vielzahl von anderen Radwegen oder Radstrecken, ja. Wanderwege, Informationen. Im Winter dürfte da recht viel los sein mit Langlaufen und auch teilweise Skipisten. Mhm. Es gibt beim Trailpark waren wir, beim Gasthof Wiesenhofer. Wiesenhofer in Miesenbach. Ja. In Miesenbach, genau. Wie siehst du das mit der Radwahl? Es ist ursprünglich eine Mountainbike-Strecke, es ist jetzt quasi Gravelbikes sind dazugekommen. Ja. Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, es ist recht viel Asphaltanteil, wo man tatsächlich theoretisch auch mit dem Rennrad fahren kann, natürlich.
die Abschnitte, die irgendwie Offroad sind, sind schon anspruchsvoll. Es ist schwierig, das einheitlich zu beantworten, meiner Meinung nach, weil jeder hat halt eine andere Schmerzgrenze oder Toleranz für rauen Untergrund. Und meiner Meinung nach ist es mit einem Gravelbike gut bestreitbar. Also ich habe schon... Aber man sollte ein bisschen Fahrtechnik mitnehmen. Das auf jeden Fall. Also wenn man sich unsicher fühlt auf technischeren Terrain, ganz allgemein, eher die Finger weg, beziehungsweise vielleicht am Mountainbike verwenden. Ja. Mit einem Hardtail kommt man sicherlich überall durch, mit einem Gravelbike mit breiteren Reifen, denke ich auch. Ja. Also das ist sicherlich nicht das Problem. Es ist ein guter Mix dabei. Mhm. Also du hast die Asphaltabschnitte, die halt einfach angenehm sind, weil was weitergeht, du machst ordentlich Meter da, und die technisch anspruchsvolleren Passagen, die wecken dich halt wieder ein bisschen auf. Dann bist du wieder voller Endorphine, weil du es geschafft hast, oder Adrenalin, je nachdem, wie man sich fühlt. Aber es ist alles in allem eine wirklich gute Strecke und sollte man sich definitiv anschauen. Nicht was, nur, was auch schön ist, ist, glaube ich, dass es irgendwie regional recht gut eingebettet ist. Also es sind die Gasthäuser, wo wir übernachtet haben, also sowohl Wiesenhofer als auch Orthofer als auch das Hotel Fast sind da irgendwie involviert oder beteiligt oder stützen das auch. Weil ich glaube, ohne regionale Verankerung und zumindest Akzeptanz oder Unterstützung der Bevölkerung funktioniert das im Endeffekt auch nicht. Nein, sicherlich nicht. Und wer jetzt aufs Rennrad fixiert ist, könnte auch mit dem Rennrad einfach herkommen und nicht den großen Jogel fahren, sondern wir haben einige Strecken gesehen, die auch mit dem Rennrad irgendwie sehr schön werden. Absolut, ja. Und auch verkehrsarm, solange man die Bundesstraße meidet, die quasi quer durchgeht. Genau. Die Verkehrshauptadern sollte man links liegen lassen, aber abseits davon gibt es eine Vielzahl von Wegen, die einfach ja, viel hergeben, landschaftlich. Und die Stichstraßen rauf auf etwaige Berge sind sicherlich auch angenehm, mit dem Rennrad zu fahren. Famous last words. Famous last words. Who the fuck is Jogl? Wir wissen es nicht. Es ist tatsächlich etwas, das mich beschäftigen wird die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Vielleicht hat der Rossegger dazu was geschrieben. Das ist richtig. Ja, muss ich mal schauen. Am besten selber anschauen, bitte. Selber anschauen. Und wer einen Jogl findet, bitte die Antwort an Postfach 12.000. Wir werden irgendwas verlosen. Wer den Jogl findet, kriegt irgendwas. Ja. Passt?